Wir haben ja sehr viele treue Zuschauer und bei manchen, da geht der Blutdruck in die Höhe, wenn wir vor dieser Marke stehen. Denn wir nehmen uns ja schon die Freiheit heraus, nicht nur zu loben, sondern auch Kritik zu üben. Und es gibt einige freundliche Frankierfahrer natürlich, ja, auch in uns, von unseren Followern. Und es gibt manche, die werden das als Gotteslästerung, wenn wir etwas Kritisches zu einem Fahrzeug der Marke Frankier sagen. Dabei haben wir dann schon so oft gesagt, dass das eigentlich nur unsere Meinung ist. Und nicht nur das, sondern dass wir Frankier gar nicht schlecht finden. Frankier baut gute Fahrzeuge und das haben wir auch gesagt. Aber es gibt einfach Details, die uns nicht so interessieren. Aber hier, Helle interessiert sich für eine Rundsitzgruppe und da gehört halt jetzt einfach Frankier mit dazu. Und deshalb gucken wir uns den jetzt an. Und bei wem der Blutdruck jetzt schon hochgeht, der schaltet einfach ab. Da haben wir also den Frankier 7400 Plus mit Solar und Batterie ausgestattet, inklusive Lederpolsterung, mit einem attraktiven Einstiegspreis und 184.800 Euro für das ausgestellte Modell, was alles dabei ist. Das wissen wir jetzt, 7,76 Meter lang, 3,09 Meter hoch. Das könnte schon was sein. Also rein von den Maßen passt das schon mal für uns und da schauen wir jetzt auch rein. Ja, auf jeden Fall. So, also da haben wir schon mal das Mercedes Cockpit und da haben wir die gemütliche Hecksitzgruppe, auch eine kleine Stufe, damit man da ein bisschen erhöht sitzt und von dem Ambiente her schaut es schon mal super aus. Ussi, komm mal rein. Du darfst rein in Frankier. Es wollen aber nicht alle sehen, dass wir in den Frankier gehen. Aber wir gehen. Die Sitzgruppe geht schon mal bis ganz hinten durch. Das heißt, ich denke, dass da unter dem Sitz wahrscheinlich eine Ablagefläche ist. Kommst du bald zu mir oder traust du dich nicht? Nein, in Frankier? Nein, ich setze mich aber auf die andere Seite genau. Rüber. Fernseher ist hier. Der ist groß, den muss man dann seitlich stellen, aber da kann man auch wahrscheinlich einen kleineren einbauen. Wie findest du das Holz? Ja, es ist besser geworden, finde ich. Ja, und ja. Schön hell. Also das gefällt und mir. Und auch die, etwas die Klappen, dass es sich nur mit einem Ding ohne Gegendruck bewegen, jawohl. Ja, wir finden Frankier an sich kein schlechtes Fahrzeug und wir waren ja auch damals 2017 zwischen Frankier und Hümer gestanden und haben uns dann schlussendlich für den Hümer entschieden. Ja, genau, so war das. Ah, da muss man drücken zum Verschließen. Da gibt es hier einen Zentralverschluss. Ja, muss man halt. Aha. Und, ja. Und das Große, was ist im Großen drin? Da unter? Ja. Ah, verdammt. Ja, so Fächer mit okay. Einteilungsfächer. Ja, das ist gar nicht schlecht. Die Sitzgruppe ist schön groß und natürlich überall die Oberschenkel und zwei große Oberlichter. Also wir haben es jetzt da hell, obwohl kein Licht an ist. Die Spüle ist sehr groß. Also da kann man gut spülen, kein Problem. Und das ist jetzt auch wieder abgeteilt, was ich eigentlich gut finde. Ja, ja, das ist genau das gleiche Kochfeld, wie wir also haben. Drei Kochfeld und wenn man nur zwei... Zwei benötigt, kann man eins zu machen. Ich weiß nicht, ob man das hier dann so machen kann. Bin blöd geformt, ja. Ja, das ist, glaube ich, ja nur, wenn man eine Flamme... Ja. Okay, muss man halt, müsste man ausprobieren. Der Tisch ist nicht vergrößerbar, aber absenkbar.
Aber man kann ja bei Frankia unter verschiedenen Tischen wählen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und jetzt, wenn du mal so nett bist und dann mal da hinten schaust, ob er da unterm Polster eine Ablagefläche hat. Oder ob die Heckgarage, die geht wahrscheinlich bis ganz nach oben. Ach, die muss hier oben durch. Irgendwo stand doch mit extra Ablage, oder war das jetzt bei einem anderen Frankia? Habe ich das jetzt gar nicht richtig gesehen? Mach mal das Kissen da lang auf Seite. Oh, das kriegt sich hoch. Nee, also. Das kriegt sich hoch. Wir machen nichts kaputt, Ursi. Nein, schon gar nicht immer Frankia. Also die Rücksitzgruppe ist gemütlich, das muss man mal ganz klar sagen. Da hinten sind noch kleine Fächle. Ja. Und USB. Ich mache es auch nicht auf, weil nicht, dass ich es... Ich hab's auch. Ah, okay. Da muss man seitlich reindrücken. Also, ja, so ein kleines Gerät ist das hier. Ja, also USB sehe ich jetzt da keinen USB-Stecker, aber wir wollen ja nicht so kritisch sein. Wir brauchen einfach nur mal... Hier doch, da hinten ist einer. Ist das ein Einzelner oder ist das du bist einer. Einer. Könnte man auch zwei hinbauen. Das ist eine normale 230 Volt Steckdose. Ja, vielleicht kann man da auch Elektropakete zu buchen. Unterstellen wir das jetzt einfach mal. Also der räumliche Eindruck ist sehr gut. Und was wir bei Frankia, ein bisschen Kritik muss sein, das muss ja jeder vertragen. Was wir bei Frankia nicht so toll finden, ist, dass der Kühlschrank ganz am Boden steht. Natürlich, wenn jemand kleinwüchsig ist, dann ist das von Vorteil, das wissen wir. Wir sind aber nicht kleinwüchsig, deswegen haben wir gern eine Schublade drunter. Aber es gibt auch Leute, die mögen das so. Das ist schon okay, ja? Und dafür haben wir oben ein Regal und da haben wir einen Schrank. Da schauen wir jetzt mal rein, wenn ich die Tür aufkriege. Ja, du musst auch nicht. Oh ja, der ist sehr schön. Da bringt man einiges unter. Ich hoffe nicht, dass das der Kleiderschrank ist, denn da wäre er eigentlich zu schade für. Denn man hat ja nur eine begrenzte Heckgarage. Das heißt, viele Sachen, die bei uns jetzt in der Heckgarage stehen, die müssen ja dann im Fahrzeug untergebracht werden. Schauen wir mal, was kleiderschrankmäßig ist. Da haben wir übrigens auch noch einen kleinen Schrank, der auch sehr gut ist. Ja. Ich aber nichts zum Ausziehen. Nein, man müsste da einen Auszug nachmachen lassen. So, dann haben wir die Dusche. Da sehe ich schon einmal kein Oberlicht. Und natürlich Frankia spezifisch auch keine Ablage für Schauma etc. Was ist das? Ich glaube nicht, dass das ein Fenster ist. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ambientebeleuchtung wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist eben Frankia. Ambiente geht vor praktisch. Und da haben wir hier dann zwei Schränke. Aha, da sind Fächer drinnen mit Auszug. Nee, kein Auszug. Und dann haben wir einen Auszug. Aber das ist gleichzeitig die Treppe fürs Bett und dann auch mal einen Auszug. Ja, und das Bett geht wahrscheinlich elektrisch runter. Und das wissen wir jetzt nicht, wie das geht. Brauchen wir auch nicht, weil der Sitz ist ja noch ganz oben, sonst müssten wir umbauen. Aber so wie ich sehen habe, ist da oben ein Fenster. Ein Dachfenster, aber kein zeitliches Fenster. Ja, das ist immer schwierig bei solche. Aber seitlich ist ein Regal. Mhm. Ja. Also von daher. Und da haben wir hier den Daimler Triebkopf. Daimler, Mercedes. Mercedes, ja. Also der Mercedes Triebkopf und dann kommt der ultimative Scheibendest. So, bei Mercedes der Nachteil, wenn vorne keine Haube ist, man kommt nicht hin. Also ich komme jetzt gerade hin. Aber deswegen 20 cm gehen schon mal auf den Mercedes Triebkopf, ja, weil der einfach etwas mehr auslädt als der Fiat. Und deswegen ist uns eigentlich, oder mir, der Fiat etwas sympathischer. Ja,
und an sich, sonst ist das das normale Cockpit mit den vielen Ablageflächen. Nee, das ist nicht mehr, das ist jetzt schon der neue Mercedes, das neue Mercedes Armaturenbrett, da sind nicht mehr so viele Flaschenhalter drinnen, wie es früher der Fall gewesen ist. Es sind nur noch 2 oben statt 4. Das ist schon ganz gut. Hat sich was verbessert. Klar, aus unserer Sicht. Etwas weniger ist manchmal mehr. So, und da kann man abtrennen. Da kann man das abtrennen. Ja. Fahrerhaus. Nee, nicht Fahrer. Ja, man kann das Fahrerhaus abtrennen. Oder Schlafbereich, wenn Schlafbereich, man das jetzt sehen genau. möchte. Ja. Das kann man zumachen. Das müssen wir noch ins Bad. Ja. Das haben wir noch nie. Also die Dusche haben wir ja schon gezeigt. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass hier immer ein kleiner Absatz ist. Das ist Francia typisch. Das hat uns auch mal ein Verkäufer von Francia erklärt, dass Francia einfach nicht die Masse produziert, wie es zum Beispiel Hümer tut. Und damit gleichen die diesen Höhenunterschied nicht aus. Das ist also eine Kapazitätsfrage. So hat uns das der Verkäufer damals gesagt. Francia ist eben eine Manufaktur sozusagen. Ja, und jetzt können wir hier mal noch ja. hin. Also die Dusche haben wir ja schon gezeigt. Und also hier, das wäre natürlich dann ein Raumbad, weil man kann das ja. Man kann es schön zumachen, ja. Und was der Vorteil ist, man kann das mit einem zumachen und ich brauche keine zwei. Weil bei manchen müssen wir beide Seiten zuziehen und hier ja, nur eine. Nur eine. Also hier ist in der Mitte ein Oberlicht. Okay, ja, okay. Müssen wir zulassen. Aber hier direkt nicht. Aha. Ja, okay. Ja. Dann kann man damit leben. Ja, meine sind Spiegel. Ja. Spiegelschränke. Also ganz normales Bad. Nichts ja. Außergewöhnliches. Nein. Aber eine Seifenablage, die gehört natürlich schon in die Dusche rein. Letztes Mal hat uns jemand geschrieben, dass das alles in der Garage liegt. So, was man dann individuell an hinschrauben könnte. Ich glaube, das war nur das Kontra auf eine berechtigte Kritik. So, der Siphon. Ja. Ja, klar. Aha, okay. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ganz normal. Also es gibt nichts zu bemängeln, außer generell, wenn eine Fahrzeugfront nach vorne gebaut ist, dann ist der Weg bis zur Scheibe sehr lang bei Mercedes Triebkopf. Das ist das Einzige, aber das ist ja markenuntypisch. Ja, also und das ist hier schon wirklich der einzige Schrank, gell? Ja. Also höhere Schrank. Also man kann dann im Prinzip, wenn man den für Kleider nutzt, dann ist er, ja gut, man kann die Kleider etwas weiter unten hinhängen, da hat man oben zwei Flächen. Ja, da unten ist eine Kleiderstange und oben auch, ja. Also das kann man sich individuell einteilen. Mhm. Hallo. Ich machen. Wäre schön, ja. Kein Problem. Also der freundliche Frankia-Mitarbeiter, ja, der hat nichts dagegen, dass wir uns das Fahrzeug anschauen, die vertragen das ja schon Kritik. Nein, er hat jetzt hier überall Licht gemacht und jetzt sieht es natürlich viel heller aus. Denn wir sind ja schon sehr früh jetzt am Morgen da, da war es jetzt halt noch ein bisschen dunkel. Ja, und jetzt wollen wir euch auch das zeigen, natürlich bei dem schönen Ambiente sieht es nämlich gleich doch viel freundlicher aus. Ja. Da haben wir erstmal die Ursi, die sieht immer freundlich aus. Und da haben wir jetzt hier die Rundsitzgruppe, schaut doch gleich mit Licht nochmal viel, viel schöner aus. Und dann können wir noch mal vorschauen. Da sehen wir, das ist die Ambientebeleuchtung. Ja, also Dachfenster wäre jetzt etwas geschickter, glaube ich, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Und da sieht man raus. Zum Mercedes. Und wieder zurück ins Fahrzeug. Hier über der Tür, wie üblich, halt die ganze Armaturen. Ja. Ja. Und auch da wieder nur eine USB-Dose, also da könnte man irgendwann eine Doppeldose machen, wie es viele schon verwenden. Und da oben haben wir das Bett und kein Seitenfenster, wie es zum Beispiel bei Detlefs ist und wie es auch bei Karthago ist. Ja, aber die haben ja oben dieses Fenster, aber halt, ja man klar, wenn man nicht rausschauen kann, was unten so vor sich geht, okay. Gut. So, und jetzt schauen wir noch mal außen, was sich da geändert hat bei Francia. Also Platin pur, das spricht schon mal für
Spitzenmodell. Leider fehlen seitliche Fenster. Hier haben wir die Gasflaschen wahrscheinlich, aber das ist geschlossen. Nein, ja, wie erwartet, Gasflaschen. So, und da schauen wir, da haben wir ihn mit 169.900 Grundpreis. Platin, Mercedes. Und man sieht, da fehlt die kleine Haube, weil der Mercedes immer 20 cm ungefähr länger ist als der Fiat. So, dann haben wir hier die Kassette. Wahrscheinlich zu, nein, offen. Jawohl, wunderbar, gelöst. Ich finde ja, auch. Das ist, glaube ich, die Ersatzkassette, oder? Ach nee, die Toilette war auf der Seite, ja. Genau, aber und ja, auch, immer noch eine auch, das muss man ganz klar sagen, das ist hochwertige Schlösser in meinen Augen. Und hier haben wir Elektrik. Ja, nee, das ist die Wasserversorgung, ist Wasser. Die selbst manchen Frankia-Fahrern nicht gefällt. Und da muss der Wasserablass, also der geht auch nicht automatisch, es sei denn, das ist der Zusatzablass. Die haben immer eine Zusatzkassette. Dann haben wir hier auf der Seite keinen Zugang zur Heckgarage, aber dafür von hinten. Und die Heckgarage ist der Ursi zu klein. Zu schmal? Aber, ja. Die ist mir zu schmal, wenn unsere Fahrräder, dann beide Fahrräder voll. Drin sind, dann ist sie voll. Dann ist sie voll, ja. Außerdem möchte ich bei einem neuen Wohnmobil eine kleine Waschmaschine mit drin haben. Also ich sehe schon Hecksitzgruppe und wir werden nicht eins. Nein, und das obwohl der Helle von einer Hecksitzgruppe träumt. Ich finde es halt einfach gemütlich. Ja. So. Da ist die Garage und auch von der Höhe her würden die Fahrräder reinpassen. Also ein ausdrückliches Lob an Frankia. Die haben eine hohe Heckgarage trotz Rundsitzgruppe. Und ausreichend Höhe in der Rundsitzgruppe, Ursula. Ja? Ja. Wir können auch loben. Ja, okay, jetzt schauen wir noch in ein anderes Fahrzeug, da ist nämlich das Hubbett heruntergelassen. Ja, dann schauen wir mal, wie das dann ausschaut, wenn das Hubbett unten ist. Und das war es dann schon von Frankia, aber da schauen wir schnell nur rein. Mhm. In einem anderen Fahrzeug, und weil er hat uns gesagt, man kann das nicht, das Hubbett in der Hecksitzgruppe nicht runternehmen, weil da die Sicherungen draußen sind, sonst wird es dauernd raus, hoch und runter gefahren, was ja verständlich ist. Aber so sieht es aus, also man muss da auch die Sitze umlegen. Und dann sieht es so aus und hat keine Fenster seitlich, also man kann da nur nach oben rausschauen. So ist es dann auch bei der Hecksitzgruppe. Das nur zur Information, Ursi, oder? Ja, und das ist ja jetzt ein Modell mit dem McQueen-Bett. Ja, das ist so und so für uns nicht die Königslösung. Nein. So, also das war ein kurzer Einblick in den Frankia i7400 Plus Platin pur. Wir hoffen, es hat euch keine Schmerzen bereitet und ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Also wir finden Frankia generell als ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug. Das haben wir schon immer gesagt und da gehen wir auch nicht davon ab. Aber auch dieses Modell würde für unsere Ansprüche nicht gerecht werden. Nein. Vermutlich wird es mit einer Heckgarage eh nichts. Wenn wir mal was Neues kaufen. So schnell steht es ja noch nicht an. Also, wir hoffen, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und schauen jetzt uns noch ein bisschen auf der Messe um. Jo, genau. Gute Fahrt. Und ja, euch weiterhin viel Spaß mit eurem Frankia. Ja.